Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Item Shop vom 22.04.2019. Und da haben wir eine neue animierte Lackierung und einen neuen Gleiter. Cool, wir fangen jetzt erstmal hier auf der... Wir fangen mal mit dem Sanctum an, oder? Ja. So. Also, der Sanctum. Können wir das mal ein bisschen lauter hier machen? Sonst... So, dass wir hier so ein bisschen Hintergrundmuck haben. So, der Sanctum. Was hältst du vom Sanctum? 8 von 10. 8 von 10 beim Sanctum. Ich gebe dem Sanctum auch 8 von 10. Ich finde den ziemlich cool, muss ich sagen. Dann gucken wir mal, das ist, müsste diese hier sein und die ist auch richtig da. 3,82 von 5 bei 44 Votes am 19. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir den Mondaufgang, erinnert mich immer ein bisschen an Batman. Ja. Das Teil. Was gibst du dem Ding? 10 von 10. 10 von 10? Mega cool, ja. Also auch hier so diese Rauchpartikel. Ich gebe dem, glaube ich, jetzt auch mal den Mondaufgang 10 von 10. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke, das hat das Ding wirklich verdient. Das ist Moonrise. Und Moonrise hat hier momentan 3,92 von 5 bei 13 Votes. 32 Reminders. Dann sind wir hier mit dem Sanctum durch, dann sind wir bei dem Monika. So, mega geil. Hammer. Hier hinten als Backpack diese Flügel da. Was gibst du da? 7. 7 nur? Ich gebe dir 10 von 10. Ich finde den Monika richtig geil. Teuflisch. Malice heißt die. Und Malice hat hier momentan 4,1 von 5 bei 41 Votes. 4,1 von 5 bei 41 Votes. Ja. Ja. Am 22. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 74 Reminders. Geiles Teil. Die habe ich mir selber geholt. Finde ich. Willst also auf dem anderen. Ja, natürlich. Habe ich jetzt momentan drin? Doch, ich glaube, ich hab die immer noch drin. So, mega geil, die heiße Hacke. Ich finde die richtig cool. Was gibst denn du da? 8 von 10. Von mir kriegt die 10 von 10. Erstens da dieser Flammeneffekt, dann kommt hier diese Gitarre da aus dem Dämonenmaul raus. Ich finde das Teil mega geil. 10 von 10 von mir für diese... Burning Eggs. So, und da haben wir 4,46 von 5 bei 13 Votes. 11 Reminders. So. So, mit diesem Pack auch durch, dann fangen wir jetzt einfach mal hier unten an mit dem Shaolin Sit-Up. Den hast du dir ja gegönnt. Ne? Haben sie sich gegönnt, Herr Sofort? 10 von 10, das ist ganz entspannt. 10 von 10. Du gibst jetzt 7 von 10. Nö. 8 von 10. Ja. 8 von 10 kriegt Shaolin Sit-Up von mir. Wir können das gerade nochmal ganz kurz machen. So, zack. Ist eigentlich ganz cool, das Ding. Sind sie überhaupt noch im Video? Ich glaube, irgendwie ist gerade keiner mehr von uns im Video. Und jetzt... Hallo? So. Jetzt müssen wir uns wieder um die Kamera kümmern, Leute. Perfekt. So, ich versuche immer in der Kamera zu sein. Dafür so. Ist es super, in den Cut, hier Cut zu sitzen. 3,75 von 5 von. Ja, aber dann hocke ich bis um 5 Uhr morgens hier. So. 3,75 von 5 bei 16 Votes. So, am 2. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Die Dschungelspeerin. Oh, ich kenne deine Note schon dafür. So. Was ist es denn? 0. Oh. Und? Was ja. Gibt's hier? Eins. Aber ein! Es entscheidet sich ein bisschen vom No-Skin.
Okay, aber auch nur wenig, aber deswegen 1 von 10. Ich gebe 5 von 10. Nein. 6 von 10. Nein. 7 von 10. Nein. 8 von 10. Nein. 3 von 10. Ja. Mehr kann ich dir wirklich nicht geben. Ich finde die nicht die wirklich. Ist besser als jeder andere Noskin. Was? Ja. Die ist total versifft. Guck mal hier, da überall der ganze Dreck und so. Toll. Toll, einmal im Schmutz gewälzt und dann kriegst du gleich eine bessere Note oder was? Also wenn ich dich im Schlamm wälze, dann kriegst du, dann siehst du besser aus, oder wie? Nein. Also ich pack dich demnächst draußen in einen Megaschlamm und dann gucken wir, kriegst du eine bessere Note. Genau. So, 4,3 von 5 bei 44 Votes. Ist halt ein mega beliebter Skin. 114 Reminders am 28. Februar 2018 bereits das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir den Quietscher. Den magst du ja voll gerne. Ja, 10 von 10. Boah, Alter. 10 von 10. Oh, ich fand die Dinger schon früher schrecklich, als du noch klein warst, ja. So. Und jetzt gibt's die im Spiel hier. Also, oh, von mir 4 von 10. So, für den Squeaker, glaube ich, heißt das Ding, ne? Ja. Pick-Squeak heißt es. Pick-Squeak. Hammer beliebt das Teil, hammer beliebt. 4,44, auch heute. 4,44 von 5 bei 45 Votes. Am 4. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 66 Reminders. Hammer. Krass. So, dann gehen wir zum Archetype. Also damals alle gesagt, oh, guck mal hier. Ja. Der geleakte Twitch Prime Skin. So. Archetype, wie findest du den? 5 von 10. 5 von 10? Von mir kriegt er 6 von 10. Nein, 6 von 10. So, Archetype. Und da haben wir momentan hier 3,84 von 5 bei 58 Votes. Und das war hier am 5. August 2018, als er released wurde. 101 Reminder. So, dann haben wir den Wiggle. Wiggle. Ganz entspannt hat diesen 2 Emote. Deswegen gebe ich dem 10 von 10. Und du gibst ja 8 von 10. Wiggle. Okay. Yo! Okay. Der Wiggle kriegt von mir 8 von 10. Der Wiggle. Wiggle kriegt von mir 8 von 10. Und da haben wir momentan völlig chillig 3,57 von 5 bei 21 Votes. 9. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 3? Okay. 71 Reminders. Das kannst du daran erkennen. Woran hast du es jetzt erkannt? Ein Datum. Du weißt ganz genau, von wann bis wann die Seasons gingen. Cross. Ich weiß ungefähr. Also ich sag's mal so, ich kann jetzt nicht genau sagen, von dem Tag bis zu dem Tag, aber ich kann sagen, aus welchem Zeitraum. Cross. So, dann kommen wir zu dem ersten neuen Gleiter jetzt hier, zum ersten neuen Item. Den Globetrotter. Den schauen wir uns jetzt mal an. Super, was ist denn der Gleiter? Ein, gegen Geografieunterricht. Standardgleiter mit Solarpanelen rechts und links und dann haben wir eine schlecht gemachte Karte. Ja, was soll das sein? Wie ich gebe dem. Kann irgendjemand von euch erkennen, welche Kontinente das sein sollen? Egal. Also von mir kriegt der nicht viel. Wie viel gibt's denn? Sag du zuerst. Null. 3 von 10. 2. 2 von 10 für den Globetrotter und ja, seht ihr ähnlich, hier haben wir 2,67 von 5 bei 3. Jetzt sagen natürlich manche, die jetzt Mathematik können und so, die sagen, ja Moment mal, das ist doch genau die Hälfte, also müsst ihr 5 von 10. Aber 2,67 von 5 ist meistens hier schon echt eine mega schlechte Bewertung, also ja. Deswegen, das passt schon. So, Hitze. Sieht jetzt schon mal spannend aus, muss ich sagen. Also ich glaube, da steckt was dahinter. Für 500 V-Bucks Hitze. Boah. Holy. Ey, das sieht aber mal geil aus. Oder? Ja, machen wir weiter. Die Kanone ist. Also die Kanone sieht. Boah. Ich finde, das sieht fett aus. Oh, what the fuck? Lava ist besser. Ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Lava ist besser.
Alter, die sieht krank aus. Die Sniper sieht mega krank aus. Ohne Scheiß. Das ist dann der Bogen. Das Ding sieht mega krank aus. Also das ist bis jetzt das Beste. Also was jetzt die Sniper anbelangt. Nein. Magma ist besser. Was bei der Sniper? Nee. Ja, guck doch die Sniper an von der Magma. Können wir gleich machen. So. Hitze, hier jetzt die Pistole. Ich finde das Ding. Oi. 10 von 10 von mir kriegt es. Von mir kriegt, ja gut, ich habe bei Magma, habe ich glaube ich auch 9 von 10 gegeben. Deswegen gebe ich hier auch 9 von 10. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser aussieht, aber jetzt lass mal gucken. Bei Magma, sagst du? Ja, bei Magma. Findest du? Hier, können wir gerade hier schon schauen. So. So sieht der Bogen. Die. Und so, die Sniper von dem anderen, finde ich, sieht geiler aus. Nein. Ach, sicher. Einfach, weil guck mal, dreh die mal nach vorne. Guck, sicher, da. Das sieht richtig geil aus. Bei dem Zielfernrohr und bei dem Schuss ist es auch, das sieht viel geiler aus. Na. Der Magma-Emote, der Magma-Ding sieht viel geiler aus als das Hitzezeug. Das ist Hitzezeug da. Aber nicht jetzt hier bei der Sniper. Also das, finde ich, sieht legendär aus, Alter. Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich selber like, oder? Warte mal. Heat, noch keiner, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal. Aber rein. Jetzt schon 53 Reminders, Kollege. Ja. Das ist schon viel. Wenn's wieder heißt Fortnite mit uns beiden. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.